Wenn Geld keine Rolle mehr spielt, was würde Dizzy sich denn kaufen? Ha, das will ich dir jetzt mal in diesem Video sagen. Moin, Freunde der Sonne. Es gibt ja immer so diese fiktiven Szenarien, die wir das ein oder andere Mal in Gesprächen haben mit anderen Menschen. So wie zum Beispiel, wenn du 1 Million Euro hättest, was würdest du tun? Oder dir würde jemand 10 Millionen Euro anbieten, würdest du deine Freunde einfach auf der Straße sitzen lassen oder alle Freundschaften kündigen und sie niemals mehr wiedersehen? Und genau so ein fiktives Szenario habe ich jetzt die letzten Tage doch das ein oder andere Mal gehabt. Um nicht genau zu sein, 2-mal. Einmal auf Instagram und einmal im Twitch-Chat. Und ich habe mir immer so gedacht, eigentlich habe ich schon echt wirklich sehr, sehr viel. Und ich habe auch wirklich schon sehr, sehr viel ausprobiert und bin so ein Mensch, der sich sagt, das reicht eigentlich. Und ich habe mich nie so wirklich darauf eingelassen, mal so ein bisschen rumzuspinnen und darüber nachzudenken, weil ich nicht so der Fantasierer bin. Aber da ich jetzt vor kurzem eine etwas längere Autofahrt hatte und mir mal gesagt habe, Mensch, ich höre einfach keine Musik und nö, ich höre auch keinen Podcast, habe ich mir darüber mal ein paar Gedanken gemacht. Was würdest du denn eigentlich noch ändern, wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde? Und komischerweise, als mein Kopf so ein bisschen Zeit hatte zu quackern, sind da so ein paar Sachen zusammengekommen. Lass uns doch mal über das Rig an sich reden. Es gibt schon seit wirklich sehr geraumer Zeit, seit ich davon gehört habe, einen Rig, was ich unglaublich gerne haben wollen würde. Das kommt aus Kanada, von Advanced Sim Racing. Das ASR Pro, das kostet 1.800 Euro. Und jetzt haben einige Leute da draußen wahrscheinlich... Ja, und genau deswegen habe ich das auch nicht, weil es einfach 1.800 Euro sind. Aber was macht das Ganze denn jetzt so speziell? Nicht das ganze Design und der ganze Schnickschnack, der dazugehört. Nee, das hat so eine ganz spezielle Lenkradannahme. Und da kann man so ein paar, naja, ich sag mal Schnellspanner lösen und dann kann man das Lenkrad hoch runter schieben, vor, zurück und auch im Winkel ändern. Und das finde ich sehr geil. Problematisch ist nur, wenn man sich das alleine kaufen wollen würde, dann wären wir schon bei 500 Euro. Also nur das, was da zum Schieben ist, ohne den Rest vom Rig. Also für die 400 Euro könnte man sich sogar einen Rig kaufen. Deswegen ist das für mich so in ganz weiter Ferne. Irgendwann, wenn ich wirklich mal Dukatenscheißer bin, vielleicht dann. Aber das wäre noch so eine Sache, die würde ich mir so als Grundgestell dafür erstmal zulegen. Kommen wir mal zum Sitz. Ich fahre ja nun einen Momo Daytona XXL. Ist schon so ein geiles Teil, ne? Aber seitdem ich mich so mit Tim Heinemann ein bisschen unterhalten habe und der mich ja komischerweise, schon Grüße gehen raus an dich, Tim, immer wieder so auf gewisse Dinge aufmerksam macht, habe ich beim Sitzen mir mal gedacht, Mensch, schauen wir doch mal, was Tim da eigentlich fährt. Und dann bin ich aus Versehen bei Sabelt gelandet. Das war ein ganz großer Fehler. Also die Sitze von Sabelt sehen nicht nur einfach sehr geil aus, die scheinen wohl auch noch unfassbar krass gepolstert zu sein, was ich total geil finde, weil mein fetter Arsch hat irgendwie nicht mehr so viel Fettigkeit wie früher und dann merkt man die Sitzschale irgendwann am Hintern. Und nee, Kissen ist keine Option, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, wenn man so in so ein Kissen... Nee, das finde ich irgendwie nicht so schön. Und dann habe ich mir mal den GT3-Sitz angeguckt von Sabelt und der sieht halt auch einfach so geil aus und den würde ich einfach mal gerne unter meinem Arsch haben und damit fahren, weil das einfach eine riesige Wucht ist, wenn man sich den anguckt. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt so günstig, nicht wahr? Deswegen würde ich das auch noch mit reinpacken in meinen Traum-Rig, wenn Geld keine Rolle mehr spielt. Jetzt kommen wir mal zu den Teilen, die ja viele Leute meistens interessieren, wenn sie sich Reviews angucken. Was wären jetzt so meine Wheelbase? Und da habe ich immer so die Misere zwischen zwei Wheelbases, die auch eine hier dran ist und eine da dran ist. Simucube oder Asitec Invicta? Simucube oder Asitec Invicta? Simucube oder Asitec Invicta? Und ich bin ganz ehrlich, das würde ich mit Schnick, Schnack, Schnuck entscheiden. Ich liebe meine Simucube Wheelbase, weil die schon seit 3 Jahren einfach... Die marschiert einfach durch seit Tag 1. Aber ich liebe auch die Asitec Invicta Wheelbase, weil die noch so ein bisschen so kleine Nuancen hat, wo ich sage, ja, das ist auch ein bisschen besser und gefällt mir ein bisschen besser. Und dann haben ja auch Leute schon festgestellt, dass Asitec auch an den Preisen für die Quick Release arbeitet und es wird immer attraktiver. Aber ihr kennt das ja, man ist ja irgendwann so ein bisschen auch emotional verbunden mit seinen Sachen. Und ich kriege das einfach nicht übers Herz, meine Simucube abzubauen. Weil die hat halt einfach alles gemacht für mich. Die ist auch immer noch da. Das ist so ein richtiges Arbeitspferdchen und macht einfach sein Ding. Und ich krieg's nicht gebacken zu sagen, nö, das mache ich jetzt nicht. Ich wechsle jetzt.
Aber an der Stelle, wie gesagt, das würde ich entscheiden mit Schnick, Schnack, Schnuck. Preislich macht das ja nur wirklich keinen großen Unterschied. Kommen wir mal zu den Lenkrädern. Oh, bei den Lenkrädern habe ich wirklich eine ganze Weile überlegt, weil ich habe ja nur schon, ein paar hier zu Hause gehabt. Und es wird dann nicht nur eins, weil man braucht ja eins für ein Lesker und dann braucht man eins fürs LKW-Fahren und dann braucht man eins für GT3s, am liebsten dann auch noch eins für LMPs. Und dann sitzt man da und macht sich da mal Gedanken und ich habe so eingegrenzt auf 3 Lenkräder. Ich würde mir ehrlich gesagt das Usher Wheel kaufen, das McLaren Wheel, aber ohne Display. Ohne Display würde ich das nehmen, weil ich mag Displays auf Lenkrädern irgendwie nicht so gerne. Ich mag die einfach ohne. Das ist für mich mittlerweile angenehmer, weil ich gucke eh nicht darunter und mein Lenkrad ist nicht so auf Augenhöhe und dann müsste ich immer weggucken vom Autofahren und deswegen bin ich persönlich davon nicht mehr so ein großer Fan und würde einfach mir ein Dashboard oben drüber schrauben, so in der Größe vom Porsche Dashboard, was Grid gemacht hat. Kostet auch einfach nur 600 Euro der Apparat. Ja, du. Was soll's? Geld spielt ja jetzt gerade in dem fiktiven Szenario keine Rolle, nicht wahr? Aber zurück zu den Lenkrädern. Ich würde mir das Usher McLaren Wheel kaufen, das Artura Pro ohne den Display. Dann würde ich einfach ganz schnuckelig, wie ich drauf bin, würde ich beim SRS Nesca Wheel bleiben. Das habe ich hier schon dran. Finde ich schnieke, würde ich nicht wechseln. Und dann habe ich auch noch so einen kleinen Schmankerle für LKW fahren und da würde ich einfach bei meinem Trusty Wheel bleiben, was ich jetzt gerade habe. Und zwar polsilmer.pl hat eine sehr schöne Buttonbox und da habe ich ein OMP Wheel dran und das finde ich einfach fantastisch, das Ding. Kostet jetzt nicht unbedingt die Welt, was man so erwartet, aber ich sag, wie es ist. Ich vertraue dem Material, was ich schon seit vielen Jahren fahre und träume da jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich von einem, naja, größeren von GSI beispielsweise, wo noch viel mehr Funktionen dran sind. Bei mir reicht das. So oft fahre ich nicht LKW, da muss man nicht so tief in die Tasche greifen. Kann man aber mal kurz für einen Moment ein bisschen realistisch bleiben. Bei den Pedalen sieht das denn schon wieder anders aus, ne? Jetzt wird sich der eine oder andere wahrscheinlich denken, ja Mensch, Active Pedal 1 wäre ja eigentlich schon ganz gut und nimmst du Passive Pedal. Aber da sage ich ganz ehrlich, wenn Geld keine Rolle mehr spielt, 3 Apparate ran. Für die Kupplung, für die Bremse und das Gaspedal. Du, warum denn auch nicht? Was willst du denn mit einem passiven Pedal? Du willst ja überall, dass das Party macht, nicht wahr? Und da würde ich mich auch ehrlich gesagt sehen. Schön 3 Active Pedals. Da bist du ja auch mal ganz geschmeidig. Ich glaube, mit Rabatzky irgendwo bei knapp über 6 Scheine ist ja nur ein Appel und ein Ei, nicht? Spielt ja jetzt in dem Moment keine Rolle an der Stelle. Handbremse Shifter würde ich ganz ehrlich sagen, bleibe ich bei meinem Another Way Tau Set. Würde ich mit dem sequentiellen Shifter und der Handbremse da bleiben, weil das ist einfach für mich Ware, die mich nie enttäuscht hat. Mittlerweile schon das 2. Set, die Neuauflage, die rausgekommen ist, habt ihr vielleicht das Video gesehen. Tippitoppi galoppi. Würde ich jetzt nicht irgendwie fancy irgendwas noch einkaufen, weil warum? Funktioniert ja, läuft, hat mich nie enttäuscht. Aber ich würde mir noch einen Haarshifter dazu holen. Und da lächelt mich ja so ein bisschen der Kombi-Shifter von Simmagic an. Natürlich, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo Geld keine Rolle spielt. Das wäre ja doppelt gemoppelt, weil der Haarshifter im Kombi-Modus kann sowohl sequenziell als auch Haar. Den würde ich mir einfach dazu holen. Ist auch nicht so günstig, aber den kann man ja auch noch ranbauen. Und dann haben wir auch noch schöne Haarschaltung, weil kann man ja eventuell irgendwann mal brauchen. Sehr selten, habe ich festgestellt, aber könnte man ja brauchen. Also kann man sich das Ganze ja noch mit dazu holen, nicht wahr? Und wenn wir jetzt mal so an Goodies noch überlegen, was man sich so holen kann. Ach, wisst ihr, es gibt so schöne Menschen da draußen, die Buttonboxes bauen. Und ich sag so, wenn du dir mal so richtig eine customizen lässt, ne, so einen richtigen Brecher, wo alles dran ist, was ich persönlich gerne hätte. Somit, ich möchte gerne noch einen Kabel haben, wo ich meinen Push-to-Talk-Button anbauen kann, wenn ich Nesca fahre. Und da soll nur ein Kabel reingehen und am besten noch ein Display und eine Flagge mit drin sein. Dann sind wir da auch schon mal bei schlappe 800 Euro, wenn wir uns das anfertigen lassen. Deswegen, ich sag mal so, roundabout für eine Buttonbox geht da auch schon mal 800 Euro flöten. Und dann hätte ich quasi, wenn wir das jetzt nach Adam Riese mal durchrechnen, schon weit über 10.000 Euro wahrscheinlich erreicht. Aber kommen wir mal zu den Bildschirmen. Ganz ehrlich, ich würde die Dinger in meinem ganzen Leben nie wieder hergeben wollen. Ich würde nicht größer gehen, ich würde nicht kleiner gehen. Die Dinger sind's einfach. Die, also für mich persönlich, und ich bin sehr traurig darüber, dass LG die aus dem Sortiment rausgenommen hat, aber die Dinger von LG, die Ultra Gear 48 Zoll, ein absoluter Segen, möchte ich nicht tauschen.
da bin ich auch immer noch sehr dankbar für, dass Alternate und LG mir als Placement die zur Verfügung gestellt haben für eine Review. Dankeschön, da ist nämlich eine Menge Heu und das hätte ich persönlich nicht mal berappen können, um das alles, naja, zu kaufen. Aber die würde ich mir dann auch wieder noch daran schrauben. Und jetzt ist die Frage, was würdest du denn für Monitor-Stand kaufen? Du, der Next Level Racing Monitor-Stand, den ich hier dran habe mit meinen Upgrades, ich habe hier noch zwei Füße dran gebaut. Spitzending. Klasse Apparat, bin ich sehr zufrieden, kann man alles einstellen, schraubt sich super zusammen, quietscht nicht, knarzt nicht, war einfach tippitoppi, macht das, was es soll. Wäre ich auf jeden Fall auch mit dabei. Und jetzt die große Frage, die sich wahrscheinlich der ein oder andere gestellt hat. Naja, aber Dizzy, was ist denn jetzt eigentlich mit Motion? Das ist ja auch immer so ein Posten, der beläuft sich ja auch so zwischen 5.000 bis 10.000 Euro, wenn man da richtig reinlangt. Ich bin ganz ehrlich mit euch, habe ich lange überlegt. Bin ich auch an einem Punkt, wo ich sage, du, ich würde das gerne zu Hause mal lange ausprobieren und dann dazu mal eine Review machen. Aber ob ich das selber fahren wollen würde? Naja. Nachdem ich mich ja nun glücklicherweise mit dem einen oder anderen Fahrer da draußen, der auch im realen Leben fährt, ausgetauscht habe und auch das ein oder andere Gespräch geführt habe, habe ich für mich festgestellt, ich glaube, Motion möchte ich eigentlich gar nicht so bewusst in meinem Daily Driver benutzen. Aber da draußen sind ein, zwei wunderschöne Menschen in meiner Community, die mir was sehr Schönes zukommen lassen haben. Und zwar nennt sich das Slip Angle. Und Slip Angle hat so ein Kit mit entkoppelten Bass-Shakern, die so ein bisschen die Bewegung emulieren, aber nicht so völlig übertrieben, dass du die ganze Zeit nur am Rumhoppeln bist in deinem Rig. Und ich glaube, da würde ich reingehen und mir das zulegen. Das sind nämlich auch schon 600 Apparate, die du da auf den Tisch legen musst. Und wenn du, so wie meine Wenigkeit, ein paar mehr Bass-Shaker da dran hast, bezahlst du auch noch einfach mal 500 Euro für einen Receiver, dass du 6 Kanäle hast, weil es dafür auch am, naja, Sitz muss ja auch noch einer sein, nicht? Das muss ja auch unterm Arsch vibrieren und an der Bremse. Ja, wenn es danach geht, könnte man eigentlich das ganze Rig vollballern mit den Dingern, weil es einfach nur schön ist und fantastisch. Das heißt also, den größten Posten nach den Active Pedals könnte ich jetzt abkreuzen und sagen, selbst wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich das Geld dafür nicht ausgeben und mir das Slip Angle Kit daran hauen. Und das wäre so für mich persönlich, wenn ich jetzt morgen früh aufstehe und mir würden Goldbahnen aus dem Hintern rausfallen, sind das so die Dinge, die ich mir kaufen wollen würde. Und das ist schon ziemlich fancy. Und an dieser Stelle möchte ich auch extra nochmal betonen, ich bin so unglaublich dankbar, dass ich von den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, sehr viele Sachen schon A, besitze, B, schon sehr viele Sachen testen durfte und C, sie auch schon gefahren bin. Und da möchte ich euch an der Stelle auch mal danken, denn wenn man jetzt hier gerade so ein bisschen in seinen Träumen rumschwelgt und manchmal, wirklich manchmal mehr und mehr und höher und weiter und döller und noch viel krasser haben möchte, sollte man zwischendurch auch mal realisieren, dass man schon sehr viele Dinge hat und damit auch schon sehr viel machen kann und darüber auch glücklich sein kann. Und ich persönlich sitze sehr häufig, nachdem mich ein, zwei Menschen auch schon mal darauf angesprochen haben und das wirklich in meinen Kopf angekommen ist, sitze ich in meinem Stuhl, drehe mich zu meinem Rig und freue mich darüber, dass ich die Möglichkeit habe, in so einem fantastischen Rig zu fahren und das benutzen zu dürfen, aufgrund der Tatsache, dass ich YouTube-Videos mache und für euch zumindest meine Erfahrung teile und versuche, euch zu helfen. Also an dieser Stelle geht ein ganz großer Dank an euch auch raus, dass ihr, und zwar als Community, als großes Ganzes, mir das ermöglicht habt, mit Firmen zusammenzuarbeiten, Sachen auszuprobieren und auch einige Menschen von euch da draußen drüber hinaus in die Kasse auch noch einen Groschen reinschmeißen, dass ich mir selber auch nur ein, zwei Sachen zulegen darf. Vielen, vielen lieben Dank, Leute, an dieser Stelle. Und eventuell seid ihr mal so gut und schreibt mal unten rein, was ihr euch kaufen würdet, wenn Geld wirklich keine Rolle mehr spielt. Vielleicht kriegen wir so eine Liste zusammen aus unfassbar wahnsinnigen Setups, wo man davor sitzt in den Kommentaren. Oh ja, nee, das wäre jetzt auch so ein Ding, was ich habe. An dieser Stelle würde ich mich sehr freuen, wenn du mir noch einen Daumen rauf schmetterst auf das Video, entweder hoch oder runter. Ist für mich beides absolut fein. Ich merke immer, dass ich meinen rechten Daumen gar nicht richtig runterkriege. Ich mache immer nur so einen halben. Also hau mir noch einen Daumen hoch oder runter drauf. Ist für mich beides fein, denn das ist Feedback. Und dann freue ich mich, eure Kommentare zu lesen oder dich auch mal im Chat, im Livestream zu sehen oder eventuell auf dem Discord. Und dann wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Danke dir für deine Zeit. Lass dir gut gehen. Ciao, Kakao.